Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Hier ist euer Luca und ich begrüße euch zu Inspirierend Anders, das Leben der etwas anderen. Heute Premiere, erste Folge und mein Gast ist die Alexandra Eirich. Und wer sie ist und was sie macht, das würde ich sagen, erzählt sie euch einfach selber. Hi Alex, wie geht's dir? Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut und wie gesagt, ich bin ganz guter Dinge, dass wir einfach miteinander im Gespräch sind und genau, ist ganz schön. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Erste Folge und so, noch nie gemacht, also gepodcastet schon mal, aber jetzt nicht Interviews oder so geführt. Bist du noch aufgeregt vor sowas? Weil du bist ja, was jetzt bestimmt auch gleich im Gespräch weiter rauskommt, Profi. Ach, ich finde es immer spannend, wie sich Gespräche entwickeln, wenn man sich miteinander unterhält oder wenn man Interviews führt. Und die Erfahrung zeigt auch, manchmal kann man noch so gut vorbereitet sein, manchmal entwickeln sich im Gespräch andere Dinge. Und also, ich freue mich einfach drauf und ich lasse mich drauf ein und schaue, was kommt. Und ich vertraue dir total, dass du spannende Fragen stellst und ich hoffe, einigermaßen genauso spannende Antworten geben zu können. Ich werde mein Bestes tun. Ich würde sagen, damit die Leute erstmal wissen, wer du eigentlich bist und vielleicht auch woher wir beide uns kennen, erzähl doch einfach mal so ein paar Stichpunkte zu dir, so das Wichtigste, was man zu dir wissen muss. Das Wichtigste, was man zu mir wissen muss, ich komme, also oder ich lebe auch in Bamberg und also in Oberfranken, das ist uns ja immer wichtig, das zu Ja, betonen. absolut, absolut. Und ich habe dort zwei Institutionen, die ich da leite. Zum einen ist es die Akademie Vielfalt Deluxe für Märchen, Pädagogik und Kultur, was bedeutet, dass ich sowohl auf der Bühne stehe, dass ich in der Erwachsenenbildung tätig bin mit verschiedenen Alters- und Zielgruppen, bis hin natürlich zum musikalischen Aspekten in Kunst und Kultur. Und auf der anderen Seite leite ich aber auch die Trauerinitiative Zwischengezeiten für Kinder, Jugendliche und Familien in Bamberg und mit einer Zweigstelle in Ebermannstadt. Ja, und Wow. ja, woher wir uns kennen, lang ist es her und es kommt mir trotzdem wie gestern vor. Ja, ich hatte vor 15, 16 Jahren ein Musical inszeniert, Dornröschen, die gute Tat zur rechten Zeit. Und da warst du ja 15 Jahre jünger und ich auch. Du war ich warst einer ja. meiner Darsteller und deshalb ist es einfach ganz besonders auch für mich, dass wir uns heute ganz anders begegnen und das ist auch sehr besonders. Ja, ich habe mich auch sehr auf den Termin gefreut und bin auch happy, dass du dabei bist. Ja, coole Sache. Also du machst erstmal Schauspiel weiterhin, also nicht nur Schauspiel schreiben, sondern du stehst auch selber auf der Bühne. Aber schreibst du auch noch selber? Also. Ja, also es ist schon so, dass ich auch Drehbücher verfasse. Und wenn ich auf der Bühne bin, also ja, Schauspiel übergeordnet kann man das so nennen, aber ich bediene vor allem diese Kategorie aus dem Schauspiel der Erzählkunst. Und bin dann eben auf verschiedene Literaturformen spezialisiert. Aber genau, ja, aber es ist beides, spielen, aber auch schreiben, ja. Cool. Wie bist du persönlich zum Schauspielen gekommen? Also wie kam das bei dir? Also bei mir ist es durch dich gekommen, ganz klar. Ja, tatsächlich. Es war, ja gut, ich meine, früher schon mal so den Esel beim Krippenspiel gespielt in der Kirche an Weihnachten, aber das erste Mal wirklich Schauspiel, das war wirklich mit dir, Also ich glaube, so in mir war das immer schon, auch als Kind, wobei ich aber auch ein sehr schüchternes Kind war. Also ich hätte niemals, niemals, obwohl ich das wahrscheinlich gekonnt hätte, ne, bei Omas Geburtstag oder so ein Gedicht Hm? aufgesagt oder so, nie im Leben, weil ich so Schiss hatte, weil mich da alle angucken. Und das kann man jetzt heute schlecht nachvollziehen, wenn man sozusagen so viel auf der Bühne steht. Aber als Kind war ich da viel, viel schüchterner. Und ich bin immer gern in Rollen geschlüpft, aber eher so für mich in meinem Kinderzimmer. Und ich bin dann später an ein musisches Gymnasium gekommen. Und es damals, klar, weil es auch ein musisches Gymnasium war, wurde die Kinderoper Cinderella inszeniert.
Und ich hatte da die Rolle einer der bösen Stiefschwestern. Und ich dachte auch erst am Anfang, oh Gott, kann ich das wirklich oder so? Und es war sogar erst das Thema, ob ich die Cinderella spiele, aber der Prinz war für mich zu klein. Ich war größer als er. Ja, deshalb musste ich tauschen. Und das war erst Real, ein bisschen. Real life problems. Ja, genau. Und dann mussten wir die Rollen tauschen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil natürlich in so einer bösen Stiefschwester eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Energie steckt, als in dieser hübschen Cinderella, die einfach ein schönes Kleid kriegt und relativ brav ist und recht verhalten. Also ich musste in der Rolle von dieser Stiefschwester was ganz anderes zeigen. Und das war der berühmte Knoten. Da war ich dann 12, 13. Und als ich das dann gemacht habe, also ich kann wirklich sagen, mit dem Erlebnis stehe ich seither jährlich mehrmals auf der Bühne. Natürlich als Kind und Jugendliche noch nicht in diesem professionellen Kontext. Klar, ich musste ja auch normal in die Schule gehen. Aber ich war dann ganz schnell auch in diesen Kinderchören für große Produktionen wie Carmina Burana und so weiter. Dann ging das einfach los. Ja. Cool. Ja, cool. Also ich finde es erstaunlich, dass du dich auch noch so genau daran erinnern kannst, an diesem Knackpunkt, wo du dann wirklich von dem schüchternen eher zum extrovertierten Mädchen gewachsen bist. Cool. Ja, ich Ja, kann mich. wobei auf der Bühne, ne, das ist so das eine. Privat, glaube ich, bin ich heute. Unterscheidet sich das bis heute tatsächlich? Also da bin ich auch etwas zurückhaltender als die Alex auf der Bühne. Ja. Echt? Okay, das heißt, privat ja. bist du immer noch eher die Schüchterne, obwohl Ab, du auf ja. der Bühne. Ja, also ich würde niemals, also wer mich kennt, der weiß das, ich würde niemals privat auf die Idee kommen, in einer Karaoke-Bar zu singen. Niemals. Und dann sagt immer jeder, ja, mach doch, aber du kannst das doch. Und wieso denn nicht? Und dann denke ich, ja, ich kann das wohl, aber da geht dann die private Alex auf die Bühne und das mache ich bis Okay. heute nicht. Nein, das mache ich einfach nicht. Okay, cool. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also du trennst wirklich, also es gibt so zwei Alex, so die Arbeits- oder die Arbeit auf der Bühne Alex und die private Alex so. Kannst du das Ja, so gut wobei ich das, trennen? ja, wobei das gar keine so Entscheidung ist, ne, dass ich das so für mich beschlossen habe, sondern ich bin als Privatperson einfach schüchterner. Ja, also da bin ich nicht so extrovertiert, da bin ich viel unspektakulärer als in meinem Job, wo das natürlich einfach auch dazugehört. Und ich kann es gar nicht so erklären. Also es ist zumindest jetzt keine Entscheidung, die man da trifft, sondern das liegt mir immer noch zugrunde, so eine Grundschüchternheit auch in meiner Persönlichkeit. Wenn man mich auf der Bühne erlebt, mag man es wahrscheinlich nicht glauben, aber Definitiv. es ist so. An das, was ich mich erinnern kann, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf der Bühne oder auch wenn du Anweisungen oder so gibst bei dem Stück damals oder vorgespielt hast, wie du es gern hättest. Ja. Ja, cool. Das heißt, du warst auf dem musischen Gymnasium und danach hast du studiert oder was war so der Plan? Also was war dein, hattest du einen Plan, was du machen wolltest irgendwann mal oder? Nein, also ich sag mal so, ich war generell, also das muss ich einfach wirklich sagen, ich war einfach eine extrem schlechte Schülerin. Okay. Also so bis zu meinem regulären Schulabschluss, ich war also von der ersten bis zur letzten Klasse, das hat sich durchgezogen. Nicht, weil ich den Stoff nicht verstanden habe oder so, aber ich war, glaube ich, ich war eine Puppenmama. Ja, ich war kreativ. Ich war vielleicht da schon eine Künstlerin, aber ich war kein reifes Schulkind zu keiner Zeit. Also ich bin tatsächlich auch aus der Schule ausgerissen, sodass man die Türen zuschließen Okay. musste vom Klassenzimmer. Also es war, also oh Gott, ich glaube, meinen Eltern habe ich da viele, viele graue Haare beschert. Und es hat sich auch durchgezogen. Also ich war keine gute Schülerin. Und viele glauben das immer gar nicht, weil wenn man dann vielleicht jemanden sieht, der gewisserweise natürlich auch so seine Erfolge und so hat, dann denkt man, ja, wow, das ist ja dann irgendwie wahrscheinlich so ein mega Weg. Ich glaube, ich hab viel draus gemacht dann letztendlich, aber die Grundvoraussetzung, die war erstmal gar nicht so gut. Und deshalb hatte ich überhaupt gar keinen Plan, weil ich
weil ich so schlechte Noten, ich war auch faul, natürlich, ne? Aber ich war einfach auch desinteressiert an manchen Fächern und so. Und muss sagen, dass ich danach oder so während auch der letzten Klasse immer so das Gefühl hatte, ich kann ja nichts. Also das war eigentlich schon, was ich ja leider mit der Schule schon auch sehr verbinde. Zu sagen, und was kann ich jetzt eigentlich? Okay, ich kann singen, ich bin vielleicht also im Deutschen ganz gut, aber kann ich damit Geld verdienen? Also das war eigentlich eine Riesenambivalenz. Und ich habe danach überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, überhaupt gar nicht. Und da mussten meine Eltern mir wirklich ein bisschen auch auf die Sprünge helfen. Ich habe keine Idee gehabt. Ich habe keine Idee gehabt. Ich wollte künstlerisch irgendwas machen. Auf der anderen Seite, meine Eltern waren da gar nicht abgeneigt. Wir haben uns dann auch so verschiedene Schulen angeguckt, ne? So Musikkonservatorium und so. Und dann war trotzdem die Feststellung, ich bin noch nicht so weit, ich war zu jung. Also nicht also so von der inneren Reife, ich hätte das noch nicht verkraftet. Da ich war dazu in mir noch zu klein. Also tatsächlich, so muss ich es vielleicht sagen. Und dann, ja klar, dann war schon so, dass meine Eltern da auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, dass ich erstmal einen grundsoliden Beruf erlerne. Ja, und die haben auch immer gesagt, was danach ist, das wissen wir alle noch nicht, aber erstmal eine Basis schaffen. Naja, und dann bin ich tatsächlich in eine Ausbildung zur Erzieherin gegangen. Und das war dann mein allererster Weg ins Berufsleben. Ich war eigentlich am Anfang ein bisschen frustriert drüber, weil ich dachte, oh Gott, und ist das was für mich? Und oh, eigentlich will ich doch künstlerisch. Heute denke ich, fantastisch, weil ich mich auch mit Kindern und Jugendlichen in so vielen Dingen ausprobieren konnte. Das war mir da noch gar nicht klar. Und ich habe auch irgendwie gedacht, ich mache es mit diesen Kindern besser, als wie ich das mit manchen Lehrern erlebt habe, die mich vielleicht durch die Schulzeit oder so begleitet haben. Also das war auch irgendwie so eine Chance zu sehen, es geht vielleicht auch anders. Also das hat mir auf vielen Ebenen was wirklich gebracht. Und das war so der allererste Schritt nach der Schule. Naja, und dann mit der Ausbildung ist eigentlich mein Weg gestartet in wirklich so eine einfach bergauf, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, und habe heute, ja, tatsächlich, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr genug gekriegt vom Lernen. Ich habe 8 abgeschlossene Ausbildungen und ein Studium dann absolviert und mache halt daraus jetzt das, was ich tue, ja. Aber also wirklich, wer mich kennt, auch so als Kind, die sagen bis heute, also war nicht ganz so abzusehen vielleicht, dass Du es hast doch so geworden ist. 8 Ausbildungen gemacht. Ja, 8 tatsächlich. Stück. Ja, Wow. und ich habe manches auch berufsbegleitend gemacht. Also manches, es gab Zeiten, da habe ich 3 Parallelausbildungen gemacht. Ich war so gierig nach Lernen und nach Dingen, die mich interessieren. Und ich weiß gar nicht, das hatte ich in der Schule nie, zu keiner Zeit, nicht einmal. In 11 Jahren, wo ich Schule besucht habe, wirklich nicht. Und manchmal denke ich, vielleicht habe ich mir alles energetisch aufgehoben, um nach der Schule so durchzustarten. Das habe ich dann gemacht. Aber das kam wirklich erst, da war ich dann so 16, 17, ne, 17, ja, genau. Wow, also aber alles hast du dir, du hast deine Ausbildung als Erzieherin gemacht und dann hast du gemerkt, okay, das taugt dir, das passt zu dir, da hast du irgendwann langsam Bock drauf, die Richtung stimmt und danach hast du noch andere Ausbildungen gemacht oder? Ich habe auch während der Erzieherausbildung, ich habe da zum Beispiel eine interkulturelle Ausbildung gemacht, gerade auch hinsichtlich diesen kleinen Querschnitten an kultureller Arbeit mit Musik, Tanz, also auch da die Kunst, also auch da war Ah, Schwerpunkt okay, ja. natürlich. Das dann auch nochmal. Natürlich kam dann auch eine literarische Ausbildung innerhalb von Märchen und Erzählkunst. Es kam dann irgendwann die sogenannte Sprachberatung dazu. Ich habe mich ausbilden lassen zur Ausbilderin in der Erwachsenenbildung.
natürlich dann die ganze Trauergeschichte in verschiedenen Ebenen. Ja, und dann bin ich ja auch tatsächlich Jodellehrerin. Und Jodellehrerin. genau. Ja, und natürlich auch ganz normale Stimmtrainerin und so. Aber als Jodellehrerin, ja, habe ich dann auch noch mal was gemacht. Also, und das Studium, das war dann tatsächlich Psychotherapie. Also da habe ich meinen Fachtrainer für soziale Kompetenzen gemacht, was dann einfach schon auch der Grundstock für die Trauerarbeit dann eigentlich war. Also was dann alles sich ineinander verzahnt, und das war dann der nicht vorhandene Plan, nachdem du gefragt hast, was aus dem dann halt einfach geworden ist und erwachsen ist. Ja. Das heißt, es gab im Prinzip keinen langfristigen Plan oder Ziel, sondern es hat sich eher so, wir machen jetzt erstmal was Grundsolides, Erzieherin, und dann schauen wir. Ja, ich wollte immer auf die Bühne, das war irgendwie klar. Aber wenn ich jetzt sehe, also die zwei Institutionen, die ich heute leite, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht so planen können. Ne? Das sind dann die berühmten Steine, die auf dem Weg liegen und die man aufhebt. Und die guckt man sich genauer an und man merkt, oh, damit kann ich was bauen, damit kann ich was anfangen, und das liegt mir. Also so auch dieses Einlassen, was liegt am Wegrand für mich bereit und wie kann das vielleicht zusammenpassen mit meinen Talenten oder mit den Dingen, ja, mit denen ich mich einbringen kann. Auf dem ganzen Weg warst du also sehr flexibel, auch nach links und rechts, öfter mal geschaut und geguckt, was kann ich für mich vielleicht, was passt zu mir und was passt nicht zu mir, wo kann ich weiter reingehen oder wo mache ich vielleicht nochmal eine Ausbildung? Ja, ja, so muss man sehen, genauso ist es. Hast du auch irgendwas gemacht auf dem Weg, wo du gesagt hast, das war nichts? Oder waren alle Ausbildungen so, wo du gesagt hast, nee, das war alles, das hat gepasst? Oh ja, also ich habe ja auch alle zu Ende gemacht. Also das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gemerkt hätte, irgendwas läuft mir komplett dagegen. Ja, klar, also ich denke, wenn man das merkt, ne, dass man sich da vertan hat mit dem, wo man dachte, das, ne, dann glaube ich, muss man auch eine Konsequenz draus ziehen und so ehrlich zu sich selber sein, zu sagen, okay, ich muss das an der Stelle beenden, dass andere Dinge Platz haben. Nee, das hatte ich tatsächlich mit keiner einzigen Entscheidung hinsichtlich dessen. Das hat alles seinen Raum eingenommen und hat seinen Platz bekommen und war jedes auf seine Art auch wichtig für meine persönliche Entwicklung, privat oder auch beruflich, na klar. Also nee, das kann ich nicht sagen, dass natürlich, dass man den ein oder anderen Kompromiss eingehen muss auf solchen Wegen. Vielleicht manchmal auch sogar, dass der ein oder andere faule Kompromiss dabei ist. Ich glaube, da muss man ganz realistisch sein, das ist auch so. Aber wenn die zählbar bleiben, dann ist alles schon noch im Bereich. Ja? Was meinst du mit faulem Kompromiss? Oder hast du vielleicht ein Beispiel oder so? Naja, also klar, wenn man zum Beispiel anfängt, auch in der Kunst zu arbeiten, da kann man sich am Anfang nicht so die Sachen raussuchen, wie ich das heute vielleicht mache. Ne? Da ist schon, dass man denkt, okay, da darf man jetzt nicht zu stolz sein, oder auch mit Verhandlungspartnern. Es kann gut sein, dass man niemals die Gage bekommt, die einem eigentlich von der Leistung zusteht, aber weil man einfach anfangen muss und irgendwie sich etablieren muss, also zumindest vielleicht geht es anderen Künstlern anders, ne? Aber ich habe mich dann natürlich auf manche Dinge eingelassen, die sich mitunter nicht wie ein Honorar angefühlt haben, sondern wie ein Schmerzensgeld. Ne? Und also ich habe mich jetzt nie irgendwie, also um Gottes Willen, in prekären Situationen wiedergefunden oder so, also ne, so meine ich das jetzt nicht. Aber natürlich gibt es einfach auch Nischen, die wahnsinnig anstrengend sind und was ich immer als sehr, ja, das klingt jetzt komisch, obwohl ich finde Kinder super und ich arbeite wahnsinnig gern mit denen, aber diese Challenge, einen Kindergeburtstag auszurichten mit der Kunst, ja, und wenn man das ständig hat, das ist nicht nur lustig.
Also da war ich eigentlich am Anfang, wo ich gedacht habe, oh Gott, weil die Kinder sind so aufgeregt und jemand hat Geburtstag und die Geschenke und dann gibt's Eis und dann streiten die Kinder sich und irgendeiner fängt immer an zu heulen und so. Und irgendwann dachte ich, oh Gott, nee, ich wirklich nicht. Aber ich mache das bis heute gerne, mit Kindern zu arbeiten, aber Kindergeburtstage mache ich nicht mehr. Ja, wenn, dann sage ich, schenken Sie dem Kind einen extra Tag dafür und ich komme und, ne, und das Kind darf einladen, das ist okay. Aber am Kindergeburtstag, null, nada, nein, aus. Also, und das sind schon die Dinge, das muss man lernen, wo man einfach merkt, ich bin hier definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort, tausendprozentig. Aber wenn man anfängt, wie gesagt, das hat auch nichts mit einer Arroganz zu tun, sondern man merkt einfach, das ist es nicht. Oder, na, und da findet man so seinen Weg. Ich bin froh um die Erfahrungen, es war gut. Aber an so einem Event, also es gibt bestimmt Leute, die das wahnsinnig gerne machen und denen lasse ich einfach auch wahnsinnig gern den Vortritt. Das Na, heißt, und auf jeden Fall, dann. auf jeden Fall auch viel ausprobieren halt. Man muss halt viel ausprobieren, damit man weiß, was einem liegt, was man mag und was man nicht mag, würde ich sagen, oder? Absolut, ja, klar. Ja, aber am Ende sind es halt auch die Erfahrungen, die man auf sowas macht, die einen dann auch in seinem Weg einfach klarer gehen lassen. Aber ja, das heißt, so faule Kompromisse ist dann eher so im Showbusiness so. Okay, ja, ich weiß, es ist jetzt nicht das, was ich verdienen würde für die Rolle, aber damit ich hier mal Fuß fassen kann, nehme ich es jetzt trotzdem mal an und Ja, spiele es. genau. Und man muss sich auch erstmal in diesem, es ist ein Haifischbecken. Man sagt es immer so, aber es Okay. ist einfach wirklich so. Und man muss sich auch erstmal ein bisschen orientieren. Ne? Wer sind da die Leute? Wo? Weil ich komme aus keiner Künstlerfamilie. Also es war nicht so, dass meine Eltern mir da alle Türen aufgemacht hätten oder dass man da die Connections oder so. Nein, das musste man sich schon auch erarbeiten. Na klar. Und da erstmal zu kapieren, wie sowas läuft oder auch wie sowas eigentlich nicht laufen darf. Oder na, man hat immer so, was passieren kann, ja, eine Hand wäscht die andere. Und man muss sich oft, man muss genau aufpassen, um sich zu fragen, welche Hand ist größer dabei? Und schon, na, ergibt sich da vielleicht irgendwie nicht ganz so Okay. eine Geschichte. Also, und das sind durchaus die Dinge, die man lernt und wo man federn lässt. Oder ja, klar, wo man einfach mal eins über den Schädel kriegt, ohne dass man es gleich merkt. Ne? Okay. Ah, das klingt schon wie so ein Haifischbecken. Okay, also wie man es sich vorstellt, ja, so wie man es auch aus Hollywood irgendwie erwartet. Das ist wirklich ein super harter Konkurrenzkampf, ist das ganze Schauspielgeschäft. Und da auch viel hinten rumläuft und Ja, und trotzdem muss man einfach wirklich schauen, dass man sich davon nicht sehr groß beeindrucken lässt, weil ich kann nur dann gut und konzentriert arbeiten, wenn ich da keine Geschichten um mich rum habe, die mich da stören oder die mich da belasten oder wo mir ja. jemand einen Keil zwischen die Beine schmeißt. Das geht natürlich nicht. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Selbstverantwortung, ne, die man dabei hat. Absolut, absolut, ja, du hast recht. Bist du, würdest du sagen, du bist eine, also ich weiß, was ich sagen würde, aber würdest du sagen, du bist gut organisiert jetzt mittlerweile und Ja, also dahinter, ich. also strukturiert auch, oder? Absolut. Also das natürlich, ich bin so kreativ, wie ich auch bin. Und das bin ich wirklich. Aber ich bin auch eine Geschäftsfrau. Also, Okay, und ja. das ist das Gegengewicht. Und ich glaube, dass das besonders bei Künstlern, es steht und fällt nicht allein mit der Kreativität. Das glaube ich unter keinen Umständen. Es gibt viele wahnsinnig kreative Menschen mit tollen Ideen, wirklich auch mit einer Wahnsinnsmotivation. Aber wenn denen der Geschäftssinn fehlt oder wenn die nicht rechnen können oder wenn da einfach an manchen Stellen der Weg eher holpert, dann wird's schwierig und dann nützt mir alle Kreativität dieser Welt nichts. Also ich muss mit Geld umgehen können, ich muss mit Veranstaltern umgehen können und ganz klar, die Menschen, die einen bezahlen, das sind nicht die, die die Kreativität dahinter vielleicht verstehen oder sehen.
Das sind Geldgeber. Und das erfordert eine andere Sprache, eine andere Aufmerksamkeit, einen anderen Zugang. Und nur mit Ideen und wie toll und so. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, so aus meiner Erfahrung. Ja, das ist ja interessant. Ich glaube, das ist auch ein starker Lernprozess, oder? Ich denke, wie du schon gesagt hast, mit den faulen Kompromissen am Anfang, dass man da auch sehr viel lernt, wie man auftreten muss bei solchen Verhandlungsgesprächen auch, oder? Ja, natürlich. Und ich musste total viel lernen. Also ich war jetzt nicht die, die sich sofort mit Steuer oder so auskannte. Oder ja, klar, also so war das nicht. Und mir war manches auch ein bisschen unangenehm. Ich dachte, oh Gott, jetzt stelle ich da eine Frage und wirke vielleicht echt ein bisschen naiv dabei. Aber ich habe von Anfang an aber auch gesagt, was ich möchte und habe immer gesagt, ich brauche dann auch so einen Steuerberater oder so, der meine Branche ernst nimmt, der mich ernst nimmt, der nicht glaubt, ich mache da ein bisschen Klimbim oder so. Und der es auch aushalten kann, wenn ich vielleicht eine Frage stelle, was für die ganze Welt das Selbstverständlichste überhaupt ist, aber nur für mich nicht. Und das war auch so. Und da bin ich auch reingewachsen, auch in dieses ganze Land der Zahlen und der Kalkulationen. Und das war, also natürlich konnte ich das nicht sofort, klar. Ja. Willkommen in meiner Welt, Zahlen, Kalkulationen, genau mein Ding. Also Genau beruflich möchte ich es trotzdem nicht machen. Ne? Ja. Man muss es schon mögen, man muss es schon wirklich mögen, Zahlen und sowas, ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du irgendwie so ein paar Leute, wo du sagst, ohne die hätte ich es nicht geschafft? Hast du irgendwie Leute, bei denen du weißt, so, die haben mir in gewissen Momenten einfach so geholfen im Nachhinein, hätte der oder die das nicht gemacht, hätte es in eine ganz andere Richtung laufen? Also ganz grundlegend muss ich da selbstverständlich meine Ursprungsfamilie nennen, ne? Also gerade natürlich auch Eltern, ja, die dann einfach halt so ein Kind hatten, die einen Weg gehen will, der so gar nicht dazu passt, was man vielleicht sonst in der Familie so kennt. Und das muss man auch erstmal abnicken und sich darauf einlassen. Und also ich glaube tatsächlich, das hat ihnen mehr abverlangt, als ich vielleicht damals dachte. So, vor, ne? Vor allem, wenn die Familie aus einem erzkonservativen Bamberg kommt. Genau, wobei, also ganz so erzkonservativ sind sie nicht, natürlich. Aber klar, es sind keine Künstler. Ja. Ja, also und dass man dann vielleicht ein bisschen Puls kriegt, wenn man hört, aha, das Kind will in eine Richtung und oh Gott, kann die dann mal Geld verdienen und kann die für sich sorgen? Also natürlich waren das die Fragen und so. Und von daher, also das ist schon was ich absolut an erster Stelle nennen muss, dass man mir diesen Weg auch gelassen hat in meinem Tempo, ne? Aber da kam nie irgendwie, dass jemand gesagt, ich darf das nicht machen oder so oder nicht ausprobieren. Rückblickend sagt man dann freilich, ach prima, ne, dass das alles jetzt so gewesen ist. Aber ich glaube, für den Moment, also so, das würde ich sagen, und ich hatte auf meinem Weg, also das und das andere ist dann sicherlich auch meine Gesundheit. Ich glaube, dass ich auf vielen Ebenen richtig gut aufgestellt bin. Also körperlich ist ja immer so das eine, ne? Klar. Aber ich bin auch einfach ja psychisch ein sehr gesunder Mensch. Ich würde mich durchaus auch als spirituellen Menschen bezeichnen. Ja. Also das ist so was mich generell sehr sehr gut da durchbringt und hilft immer schon. Und dann klar gab es Mentoren. Nenne ich es jetzt einfach mal unterschiedlichster Art, die einfach zur richtigen Zeit aufgetaucht sind und die mir eine ganz große Wertschätzung entgegengebracht haben. Und ich meine Wertschätzung nicht nur im positiven Sinn. Das wird immer so romantisiert, ach, man muss das wertschätzen und Achtsamkeit. Ja, das ist das eine. Aber ich glaube, dass Wertschätzung noch viel mehr ist, ne? Also so einfach so ein Geschenk der eigenen Offenheit und das aber im positiven und negativen Sinn. Und selbstverständlich waren auch meine größten Kritiker meine größten Helfer, ja, und Antreiber. Also das, so würde ich das sagen, ja, und dass ich bis heute Menschen um mich habe, die mich schon gekannt haben, als ich noch unsichtbar war, ja. Ja.
Ich glaube, die gute Tat zur rechten Zeit, könnte man sagen, Ja, um genau. wieder auf unser Musical zurückzukommen. Ja. Das heißt, vor allem Familie ganz wichtig, weil ich kann mir zum Beispiel, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem, wenn man merkt, dass irgendeine Ausbildung nichts für einen ist, dass man die dann abbricht. Ich kenne ganz viele, bei denen die Familie sagen würde, nee, du ziehst diese Ausbildung durch, wenn du die anfängst. So egal, ob du dann nach 1,5 Jahren merkst, dass das nichts ist, du ziehst es durch, damit du was hast und dann kannst du weitermachen. Aber das ist ja also gut zu sehen, dass bei dir die Family so offen war und am Ende ist es ja ganz gut Ja, ausgegangen. also ich meine, wenn ich jetzt angefangen hätte, all meine Sachen abzubrechen, da hätte der Humor auch eine Grenze gehabt, ne? Also Definitiv. das kann ich ganz sicher so sagen. Und es war schon wichtig, dass ich auf jeden Fall grundlegend was habe, ne? Also das schon. Also so ganz lapidar oder so nach dem ersten Frust, dass ich sofort aufgegeben hätte. Nee, also da bin ich tatsächlich anders erzogen. Das schon, ja. Sehr gut. Das heißt, auch eine gewisse Bisskraft, ne? Durchbeißen durch gewisse Situationen und Ja, auch durchhalten, auch einfach dabei bleiben, nicht sofort alles hinwerfen, auch wenn man nicht irgendwie was gut läuft. Also das ist schon, also das ist eine Prägung, eine erzieherische Prägung, das würde ich sagen, ja. Das heißt, irgendwo muss man die Balance finden zwischen, okay, ich bleibe hier dran, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich so rauskommt, wie ich das möchte oder ob es Erfolg hat, und dem, ne, ich breche hier ab, weil das ist nichts. So, irgendwo muss man da, glaube ich, die Balance auch zwischen finden, oder kann das sein? Ich glaube nicht. Ich Nein, glaube, okay. also bei mir persönlich, eine Balance habe ich da, glaube ich, nie gehabt. Entweder ich war 110% dafür oder 110% dagegen. Okay, Und okay. ich glaube, da war ich nie auf, also ich persönlich war nie so ein Mittelweg mit Dingen. Entweder ganz oder gar nicht. Also das war ja Okay. so extrem überzeugt, entweder von dem, dass es einfach toll ist, oder zu sagen, es macht einen kaputt. Also ich glaube, ich habe da eigentlich so einen Mittelweg, eine Balance in den Dingen. Ich müsste stark überlegen. Ich glaube einfach, ich habe das nicht erlebt. Nee, ich glaube nicht. Okay, ja, wunderbar, noch besser. Ja. Also gab es denn trotzdem irgendwelche, weil du vorhin von einer holprigen oder einem holprigen Weg geredet hast, gab es bei dir das mal so wirklich Rückschläge auch, wo du ja einfach richtige Rückschläge oder Bremser oder sowas? Ja, natürlich. Also ich wollte tatsächlich zum Beispiel nach meiner Erzieherausbildung, also ich habe da erstmal auch gearbeitet, ich war dann auf der AIDA tatsächlich als Kinder- und Jugendanimateurin Cool. und habe dann da schon auch von diesem Show-Ensemble dann Blut geleckt, und als ich zurückkam, war absolut mein Ziel, dass ich an eine Musicalschule gehe. Das war mein Ziel. Und ich habe tatsächlich die Aufnahmeprüfung bestanden. Also ich hatte dann den Vertrag in der Tasche, das zu machen. Und dann hatte ich einen Motorradunfall. Und deshalb also war mein orthopädisches Zeugnis meiner Knie nicht mehr, also so gut, wie man es eigentlich haben muss, wenn man tänzerisch, ne, vor allem natürlich auch agiert. Also jetzt Gesang und Schauspiel, das wäre jetzt gar nicht das gewesen, aber der Tanz. Und tja, und dann hatte ich einen Vertrag und hatte dann plötzlich ein orthopädisches Zeugnis, was dazu nicht mehr gepasst hat. Die haben zwar gesagt, ja, ich soll das einfach mal probieren. Und dann kam das wieder so, so ein Zwischending. Und dann dachte ich so, was mache ich denn, wenn ich jetzt diese Musical-Ausbildung mache? Nur um nach den 3 Jahren festzustellen, dass meine Knie es nicht schaffen. Dann singe ich im Chor oder was? Und da, ja, kam auch dann natürlich so mein Alpha-Tier in mir durch, was ich schon auch sein kann beruflich, wo ich dachte, das glaube ich, das verkraft ich nicht. So, weil ich gedacht habe, wenn ich das mache, dann bin ich nicht in der dritten und vierten Reihe, dann will ich die Bühne. Ja? Tja, und dann war klar, dass ich diesen Platz freigegeben habe und nicht an die Musicalschule bin, obwohl ich diesen Vertrag hatte. Okay. Und das war,
Ja, das war nicht einfach. Also, weil man sich schon fragt, oh Gott, macht man es richtig? Und was mache ich denn jetzt? Und oh Gott, ne? So, also ich hatte da schon auch Angst. Heute, ach Gott, wo ich sage, mein Gott, fantastisch, es ist perfekt, ja, alles gelaufen ist, aber das kann man in dem Moment nicht sehen. Das war erstmal wirklich ein ganz, ganz großer Tiefschlag. Und dann hatte ich ein paar Jahre später, was mit diesem Unfall auch zusammenhing, dann gab es auch Spätfolgen, dann hatte ich nochmal eine komplette Lähmung, also komplette Gesichtslähmung auch, was auch mit dem Unfall zusammenhing. Also das waren schon Dinge, wo ich dachte, mein lieber Schwan, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt irgendwie mit einem neuen Gesicht leben oder mit einem Handicap oder so? Ja, und auch da hatte ich dann Glück. Das war dann zwar eine längere Geschichte, bestimmt von ja, 8,5 Monate, also auch neu lernen zu müssen, zu essen und zu trinken. Das war alles nicht mehr möglich so. Und ich glaube, das war die intensivste Lernzeit und Lehrzeit für mich hinsichtlich so, ja, man ist irgendwie eine Person auf der Bühne und natürlich braucht man seine Mimik, man braucht sein Gesicht, man braucht den Ausdruck. Und was passiert jetzt hier? Muss ich mir jetzt einen Plan B zurechtlegen? Ich bin überzeugt, das hätte ich auch gemacht, ne? Also da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Aber das muss man erstmal so ein bisschen aushalten. Und die Rückschläge, ich meine, mit der blöden Schulzeit sowieso. Dann gab es auch noch mal die Finanzkrise, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte. Und momentan stecken wir mitten in Corona. Also Corona würde ich jetzt auch stark bezeichnen, so auf seine Art. Und natürlich gehört es dazu, ist alles sehr anstrengend gewesen. Und auf der anderen Seite möchte ich mich überhaupt nicht beklagen, weil alles trotzdem den Weg gefunden hat, und wie gesagt, mir geht's wunderbar, ich bin top gesund, ich habe mich da komplett erholt. Na, das weiß man halt nur nicht in der Zeit selber, wie es rausläuft. Ja. Absolut. Ja. Wie gehst du mit, also gerade jetzt halt auch, wo wir in dieser Corona-Situation stecken und du ja als Selbstständige, ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr stark beeinflusst ist, dein aktuelles ja, Karriere-Job-Leben. Hast du irgendwie, wie gehst du mit den Ängsten irgendwie um? Also jetzt gerade auch mit dem Unfall und Co., mit vielleicht Verdienstausfall und Co. Und wie gehst du mit so einem, ja, Existenzängsten um, zum Ja, Beispiel? also okay, also generell glaube ich bin ein grundoptimistischer Mensch. So, das ist erstmal was mir zugrunde liegt. Also da habe ich eine sehr gute Grundausstattung und muss mich da nicht zu disziplinieren. Definitiv. Ja? Also das kann ich sicherlich erstmal sagen, dass ich das zur Verfügung habe. Und ich würde da auch noch mal auch so schon auch eine Spiritualität dazu zählen, dass man da auch in einem Vertrauen ist, ne, für die Dinge. Oder also Angst ist ein komisches Wort. Ich bin vielleicht sehr aufmerksam. Ich bin sehr, sehr aufmerksam. Angst ist ja auch ein Schutz. Das ist auch eigentlich ganz gut, ne? Man kriegt Dinge schneller mit und kann Dinge schneller beachten. Und ich glaube, dass ich kann mich auf meine Kreativität absolut verlassen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert dafür was anderes. Also 1000%ig, da bin ich so flexibel auch in den Dingen, wie ich es dann vielleicht anders mache. Also das ist so das und ich glaube, es ist so eine Mischung, ne? Zum einen, okay, ganz klar strukturiert zu denken, was ist jetzt dran, was brauche ich, was muss getan werden, was verlangt die Situation ab. Das andere ist auch mit einem gewissen Gefühl daran zu gehen, ne? Was sagt mir da mein Bauch, mein Herz, wie fühlt sich das an? Es gibt auch Dinge, die ich komplett dann vermeide, die ich zur Seite schiebe, wo ich merke, okay, kann ich gerade gar nicht brauchen, weg damit. Und es gibt dann letztendlich, was daraus resultiert, auch eine Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist so dieser Wechsel. Ich glaube, das ist, so würde ich meinen Umgang mit Angst am ehesten beschreiben. So, ja. Cool. Ja, auf jeden Fall sehr aufgeklärt und abgeklärt, würde ich sagen. Oh, Sehr, ja.
Also das wirkt vielleicht so, nein, 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 mir geht dann schon auch der Puls, ne? So ist es nicht. Okay. Okay, gut. Das ist wie jeder andere Mensch auch. Absolut, absolut. Aber wenn ich mich so beschreiben müsste aus einer Perspektive, wo ich drauf gucke, dann würde ich das so sagen können. Aber klar, wenn ich in der Situation stecke, ah ja, klar wäre ich nervös oder wo man denkt, uah, wird das jetzt knapp oder sowas. Und absolut, natürlich. Aber ich neige nicht dazu, dass ich verzweifle oder dass ich das Gefühl habe, ich komme dann nie mehr wieder raus oder so. Da bin ich nicht so der Mensch dazu. Hast du noch irgendwelche großen Ziele oder irgendwas, irgendwelche Projekte, wie zum Beispiel jetzt das Dornröschen-Projekt, was du mal geschrieben hast? Hast du irgendwie sowas im Kopf, wo du sagst, ah, das will ich unbedingt noch machen? So ist das. Naja, also es kommt ja immer mal wieder, ne? So große Bühnenprojekte, ne? Und also das ist sowieso immer da. Und ich glaube, mein Ziel ist einfach, dass ich das, was ich einbringen kann in der Kunst oder in der Pädagogik oder in der Trauerarbeit, so das, was man sagen kann, okay, das kriegt in der Gesellschaft einen Platz und ich kann den schaffen oder ich kann dazu was beitragen. Und wie das dann ausschaut, das kommt dann schon, das kommt dann schon. Also zu viel sich da abstecken, in gewissem Maße vielleicht, aber generell, es ergibt sich auch oft über Kooperationen, ne? Man begegnet anderen Kollegen oder Künstlern und plötzlich spinnt man ein paar Ideen und denkt, das ist es. Und wusste das vorher noch gar nicht, dass das daraus entstehen wird. Und das sind dann eigentlich die besten Ideen, weil die einen dann so wirklich anfeuern. Ne? Cool. Hast du für alle Nachwuchsschauspieler, Schauspielerinnen vielleicht, was ist dein Mittel gegen Lampenfieber? Da habe ich keins. Ich habe immer Lampenfieber. Keins. Ich habe immer Lampenfieber. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben keines gehabt und habe dann immer gedacht, aha, jetzt habe ich es kapiert. Und die beiden Auftritte waren meine schlechtesten. Das weiß ich ganz genau. Okay. Und da habe ich irgendwie Okay. auch was begriffen, wo ich dachte, okay, also es gehört, glaube ich, wirklich ein Stück weit dazu, weil es einen auch in einer sehr großen Konzentration hält, auch dieses Adrenalin. Ich finde es jetzt nicht das schönste Gefühl. Also ich bin auch nicht scharf auf dieses Gefühl an sich, ne? Das finde ich nicht so schön. Aber generell weiß ich auch, es hält mich sehr wach für den Augenblick auch auf der Bühne, sehr konzentriert und dann komme ich in so einen Lauf, ne? Also nö, also ich habe kein Mittel gegen Lampenfieber noch nicht entdeckt. Und wie gesagt, Okay. ich glaube, es gehört auch dazu. Sehr gut. Mir hilft übrigens immer, wenn ich spiele auch noch ein bisschen Theater bei uns im Dorf, im Sportlerheim oben. Kurz bevor ich auf die Bühne muss, ist es bei mir immer am schlimmsten, also wirklich die 5 Minuten davor. Genau. Und da kann ich nur jedem sagen, Banane. Ja. Mir hilft eine Banane. Ich würde, Ehrlich, also wa? ich habe, ja, es ist Ach. richtig, es ist matschig und eklig zu essen und ich kriege fast nicht runter, aber es lenkt mich so ab, dass ich dann nach der Banane so entspannt auf die Bühne gehen kann. Das ist mein Tipp. Für mich Wirklich, ach, läuft's. das ist ja interessant. Das ist ja krass. Also Ja, das aber muss ich mal ausprobieren. Vielleicht hast du ja recht. wenn man sich allerdings sowas angewöhnt, dann ist einem der Spott der mit Kollegen Schauspieler immer. Natürlich. Ja, das Ja, kann ich auf mir den kann man vorstellen. zählen. Definitiv. Aber ich glaube auch, ich meine, heute wird aber auch Kunst anders definiert als früher. Das glaube ich schon auch. Ne? Ja, das muss man sich auch bewusst machen, immer wieder, klar. Ja, super, Alex. Also ich glaube, wir könnten noch. Ich habe noch 1000 Fragen, die ich dir stellen könnte, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde. Vielleicht noch ein paar kleine Fragen. So, hast du irgendwelche Mottos oder ja, irgendwelche Mottos, nach denen du lebst oder die dir immer ab und zu helfen aus schweren Zeiten, wo du sagst, okay, dann lese ich den Satz durch und dann komme ich wieder ins Positive oder bist du wirklich von Grund auf so ein optimistischer Mensch, dass du nie in dieses Gefühl kommst?
Doch, doch, ich komme schon in so ein Gefühl, also so, dass ich sage, es gibt nur ein Motto für mich. Ja, das könnte ich gar nicht so sagen. Es gibt so situativ dann eher Dinge, wo man sich an Verschiedenes erinnert oder wo man, also so vielleicht. Na, ich könnte es gar nicht so pauschal beantworten. Nee, finde ich schwierig. Also da, das ist bei mir sehr situationsbezogen und es gibt nicht so eines, wo ich sage, das ist es wirklich immer. Ja, leider kann ich Okay. das gar nicht so Kein beantworten, nee. Thema. Kein Thema. Die letzte Frage, die ich noch habe, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Von allen, die ich mir aussuchen Von dürfte. wenn du jemanden hier herschicken könntest, wen würdest du von mir ausfragen lassen? Das ist tatsächlich eine Antwort, die eigentlich gar nicht möglich ist, aber also ja, wenn sie jetzt noch leben würde, wäre es Hannelore Elsner tatsächlich. Ja, ganz muss ich wirklich sagen. Habe ich sehr bedauert letztes Jahr, dass sie da gestorben ist. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich meine Antwort gewesen, was aber natürlich so nicht mehr möglich ist, leider. Und Und aus ansonsten, deinem, vielleicht aus deinem, Dieter aus Bohlen. deinem. Ja, doch, Dieter Bohlen. Die, Den würde ich dir. Dieter Bohlen nenne ich dir. Den würde ich dir schicken. Ja. der Dieter, okay, alles Ja, klar. den Und nehme aus ich. der, also nachdem der Podcast, der eher so für Menschen gedacht ist, so aus dem normalen Leben, irgendwen aus deinem normalen, aus deinem Umkreis, wo du sagst, Alles ist möglich. Okay. ja, war vielleicht, ja, war fehlleitend formuliert die Frage. Aus meinem normalen Leben, oder gibt es aber viele, puh, im Podcast, da würde ich jetzt einfach mal eine Kollegin nennen, die ist Pianistin und die ich sehr bewundere für ihren Weg, weil sie auch als Kind schon konzertiert hat, Nadine Schuster. Und wie solche Wege auch einfach funktionieren und wie sowas einfach geht, als Kind schon wirklich Konzerte zu spielen. Und das, ja, fände ich auch spannend, was sie antworten würde. Genau. Alles klar, ist aufgeschrieben, kontaktiere Alex, es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir gl hätten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden Ich können. glaube auch. Wenn du willst, kannst du noch kurz irgendwie Werbung für dich machen, wenn du ein paar Sachen noch zu dir sagen willst, so wo man dir folgen kann oder wie deine beiden Filme nochmal heißen. Hau einfach nochmal raus und dann mache ich das Schlusswort. Ja, also klar, natürlich bin ich auch mit Homepages zu finden. Das eine, das künstlerisch-pädagogische, das findet man unter www.vielfalt-deluxe.de. Und die Trauerinitiative für Kinder, Jugendliche und Familien, was ja nochmal ein ganz eigenes Thema ist zu finden unter www.zwischen-gezeiten.de. Genau. Und auf Facebook kann man mich auch finden. Und dann, ja, so Ganz würde ich normal das dein dann machen. Name, Alexander Eilig. Genau. Wunderbar. Alex, super vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und Ja, mir auch. Vielen Dank. wenn ihr Leute noch irgendwas über die Alex wissen wollt, dann ihr habt die beiden Homepages, ihr habt ihren Facebook-Kontakt, dann schreibt die einfach oder checkt die beiden Homepages aus. Wenn ihr mir folgen wollt, dann auf meiner Instagram-Seite unter l-davidfritz. Und der Instagram-Seite inspirierend anders natürlich, genauso wie auf Facebook auch. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Peace out.